Der 31. Spieltag in der Bundesliga steht an. Am Freitagabend spielen bereits Gladbach gegen Wolfsburg, dann Samstagnachmittag Leipzig gegen Hoffenheim, Frankfurt gegen Hertha, Hamburg gegen Freiburg, Hannover gegen Bayern und Stuttgart gegen Werder. Das Topspiel des Spieltages lautet dann Dortmund gegen Leverkusen, Sonntagnachmittag Augsburg gegen Mainz und Sonntagabend dann noch zum Abschluss Köln gegen Schalke. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Die Timestamps seht ihr hier. Ansonsten jetzt würde ich mich noch über einen Abo freuen, über eine positive Bewertung oder was auch immer, wenn es euch gefällt. Auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit der ersten Partie Gladbach gegen den VfL Wolfsburg. Eine niederschmetternde Pleite mussten die Gladbacher am Samstagabend gegen den FC Bayern München hinnehmen. Sie schlugen sich zunächst gut die erste Viertelstunde, dann allerdings brachen sie ein. Stindl nach Gelbsperre wieder zurück, Drimmitsch dafür weiterhin vorne, Raphael nimmt vorerst auf der Bank Platz. Die Wölfe nach dem enttäuschenden 0:0, in dem sie eine halbe Stunde Überzahl gegen Augsburg nicht ausspielen und zu ihren Gunsten verwerten konnten. Gladbach kam besser in die Partie nach dem 5:1 gegen Bayern. Eben auch in der Verantwortung, das eigene Publikum wieder auf ihre Seite zu ziehen. Und das klappte ganz gut. Schöne Möglichkeit von Christoph Kramer. Castells ist erstmal zur Stelle, der die letzten drei Spiele zu null jeweils spielen konnte. Allerdings sollte sich das dann ändern. 31 Spielminuten dann von der Uhr. Thorgan Hazard, die drückenden Gladbacher erzielten das 1:0. Auch das schon lange überfällig mittlerweile. Hazard dann letztendlich derjenige, der die Chancenbucher von Borussia Mönchengladbach dann auch in Tore ummünzen kann. Für Castells aus kurzer Distanz dann nichts mehr zu halten. Der Belgier hält nur den Fuß hin und von da geht der Ball dann ins Netz. Und vor der Pause nochmal Gladbach. Wolfsburg mit einer eher schwachen Leistung. Das musste man ihnen so ganz klar ankreiden. Castells mit der Parade gegen Lars Stindl, der ebenfalls eine gute Partie machte. Zweiter Durchgang, ähnliches Bild. Lars Stindl mit der Übersicht. Wolfsburg links völlig offen. Jonas Hofmann, erstes Saisontor für den Rechtsaußen. 53. Spielminute. Das ging dann auch irgendwie zu einfach. Die Gladbacher erhöhten allerdings das 2:0. Ein trügerisches Ergebnis beim letzten Freitag-Heimspiel gegen Werder Bremen. Führten sie auch 2:0 am Ende, kassierten sie noch zwei Gegentreffer, nahmen nur einen Punkt mit nach Hause. Allerdings von Wolfsburg konnte man momentan relativ wenig erwarten. Nun erwarten sie allerdings aus diesem Albtraum. Und wie? Daniel Didavi über die linke Seite und da ist Origi. Der Wahnsinn. Die komplette Laufzeit des Spiels über von den Wolfsburgern kaum etwas zu sehen und dann knallt Divock Origi den Ball so ins Gehäuse und plötzlich waren die Gäste mitsamt der Fans wieder zur Stelle. Keine Chance für Jan Sommer, die perfekte Abnahme von Divock Origi für den Schweizer Hintermann Jan Sommer im Tor nichts zu halten. Und jetzt kamen sie sogar mal weiter nach vorne, konnten jetzt sogar drücken. Die Gladbacher etwas verunsichert, doch dieser Abschluss von Josef Brekalo erstmal noch zu schwach, als dass da eine größere Gefahr von ausgehen könnte. Jan Sommer sieht das, lässt den Ball ins Tor ausprallen. Und vor dem Ende dann nochmal, die Gladbacher wollten jetzt eine Viertelstunde vor Schluss die Partie entscheiden. Steffen kann den Ball gegen Elvedi nicht klären. Nico Elvedi, schöne Flanke, Raphael. Der mittlerweile eingewechselte Mittelstürmer scheitert allerdings per Kopf. Ganz knapp fliegt der Ball am zweiten Pfosten vorbei. Und dann kam auch nochmal der VfL nach vorne. Würden sie hier nochmal zum Ausgleich kommen? Marcel Tisserand. Der Abschluss von Brekalo und Westergaard hält auf der Linie das 2:1 für Gladbach fest. Das ist auch im Endeffekt verdient. Wolfsburg hätte durchaus noch das 2:2 erzielen können über die 90 Minuten gesehen. Allerdings waren die Wölfe klar unterlegen und Bruno Labbadia und seine Mannschaft müssen sich fürs nächste Heimspiel wieder eine neue und bessere Taktik
überlegen. Ein Duell auf Augenhöhe konnte man zwischen Leipzig und TSG Hoffenheim am Samstagnachmittag erwarten. Leipzig momentan nicht sonderlich gut draufstehen, jedoch noch mit einem Punkt besser da als die Sinsheimer auf dem 5. Platz. Auf Platz 6 dann dementsprechend die Gäste aus Sinsheim, Julian Nagelsmann. Momentan kann er sehr zufrieden sein mit seiner Mannschaft, was sie auf das Feld bringt. Und dementsprechend offen gestaltete sich diese Partie. Leipzig in einem starken 1:1 gegen Werder Bremen. Nicht mehr am Ende mit dem Sieg belohnt. Sie starteten hier jedoch besser in die Partie. Und die erste Möglichkeit kam dann von Diego Demme. Nach einer Viertelstunde muss Baumann das erste Mal so richtig eingreifen. Starke Aktion von beiden Parteien in dieser Situation. Leipzig hatte jedoch Überhand. Nordveit mit dem Fehler. Dann ist es Schulz, der den Ball für Kampel auflegt. Und Werner fackelt nicht lange. 18. Spielminute. 1:0 für Leipzig. 12. Saisontor für den deutschen Stürmer. Endlich trifft er mal wieder. So richtig ins Rollen ist er noch nicht gekommen in dieser Saison. Hatte immer wieder starke Phasen drin. Hier trifft er eiskalt gegen Oliver Baumann, der diesmal chancenlos ist gegen diesen flachen, harten, platzierten Schuss. Leipzig kann nach wie vor immer noch nach oben schielen auf den Champions-League-Platz und dementsprechend auch mit einem Punkt weniger die Sinsheimer ebenfalls auf diesem Wege. Und das probierten sie dann auch nach 35 Minuten dann wieder auszugleichen. Die Ausgangslage, ein Sieg würde sie natürlich an die 5. Tabellenstelle bringen. Vor der Pause jedoch kam dann Leipzig eiskalt dann vor dem Kasten. Timo Werner mit dem 2. Das war jetzt nicht mehr verdient nach der Doppelpfostenchance eben gesehen von Hoffenheim. Die Gäste eigentlich selbstbewusster. Und normalerweise wäre auch der Ausgleich verdient gewesen. Klostermann hat jedoch zu viele Freiräume, spielt dann auf Werner. Und der lässt dann Oliver Baumann keine Chance mehr. Sieht den Ball noch spät, von Hübner verdeckt. Im 2. Durchgang, Hoffenheim wollte natürlich den schnellen Anschlusstreffer. Kevin Vogt hier nach Kopfball. Bringt der Gulaschi jedoch nicht richtig aus der Ruhe. Eine Stunde jetzt fast gespielt und dann die Riesenmöglichkeit, schon wieder den Anschluss zu erzielen. Der wäre auch lange verdient gewesen. Normalerweise hätte es ja auch schon 2:2, 3:3 stehen können. Tendenziell die Gäste etwas stärker. RB Leipzig zog sich nach kräftezehrenden Wochen in der Vergangenheit etwas zurück und kam dann nur noch sporadisch zu Möglichkeiten. Das hier ist Dominik Kaiser, der per Direktabnahme Oliver Baumann nicht sonderlich aus der Fassung bringen kann. 20 Minuten noch zu gehen, so langsam sollte der Anschluss eigentlich hergestellt werden. Und dann kam er auch. Adam Schorloy, 70. Spielminute, keine Chance für Peter Gulaschi, wird da mehr oder weniger alleine gelassen. Schnell, stark gespielt, das sieht ein bisschen unglücklich aus, aber aus kurzer Distanz ist dann für Gulaschi nichts mehr zu machen. Adam Schorloy heute wieder nur als Joker im Gegensatz zum Spiel gegen den HSV. Konkurriert hier gegen seinen Landsmann und gewann das Duell. Und dann wäre sogar noch die Möglichkeit gewesen, in der 77. Spielminute direkt den Ausgleich zu erzielen und dann vielleicht sogar noch zu gewinnen. Diese Chance verpasste allerdings Serge Gnabry. Und dann kam nochmal Leipzig nach vorne, Augustin auf Lookman, der hat das 1:1 gegen Bremen erzielt und macht hier die Entscheidung. Sein 3. Saisontor mittlerweile, macht hier auf diese Partie den Deckel drauf. Keine verdiente Führung, kein verdienter Sieg im Endeffekt für Leipzig, die heute einzig und allein kaltschnäuziger waren, dementsprechend auch nicht als unverdienter Sieger vom Platz gehen. Die TSG muss sich einzig und allein vorwerfen, nicht kaltschnäuzig genug gewesen zu sein. Ansonsten wäre hier noch mehr drin gewesen. So verlieren sie gegen abschlussstarke Leipziger mit 3:1.
Eintracht Frankfurt musste sich jetzt nach dem 1:4 in Leverkusen erstmal erholen. Der Champions League-Rang mittlerweile nur noch eine theoretische Option. Jetzt geht es darum, die Europa League zu sichern. Im 3-4-3 sollte es rangehen. Jovic war vorne im Sturm dabei. Sie mussten auf Fallett, der gesperrt war, verzichten. Im 4-2-3-1 sollte es bei der Hertha darum gehen, die obere Tabellenhälfte zu sichern. Und die Gäste starten erstmal gar nicht so gut in die Partie. Frankfurt mit dem deutlich aktiveren Start. Kevin Prince Boateng erst die Ecke etwas verhunzt. Allerdings wird der Ball wieder scharf gemacht. Und Jovic ist dann im Endeffekt derjenige, der in der 9. Minute bereits das 1:0 erzielen kann. Da kriegen die Berliner nach dem Eckstoß von Kevin Prince Boateng den Ball nicht endgültig geklärt. Und so passiert es dann, dass sie früh in Rückstand geraten. Wichtig für Frankfurt, dass sie jetzt in der Liga wieder Punkte holen würden. Gute Drehung dort gegen Sjelbred und dann schließt Jovic eiskalt ab für Jarstein aus kurzer Distanz. Keine Chance, das zu verhindern. Allerdings waren die Berliner gut aufgelegt und spielten gut nach vorne und nach 20 Minuten kam dann die erste richtig dicke Möglichkeit. Selke wird im letzten Moment noch gestoppt von Marco Rus, der das Knie reinhält und so den Abschluss verhindern kann. Nur wenig später, Frankfurt wirkte von diesem 1:0 nicht gefestigt. Im Gegenteil, Hertha kam immer wieder. Ibišević mit der Übersicht. Kalou versucht, ihn unten rechts reinzuhauen. Radetzky ist zur Stelle und bereinigt die Situation. Abraham ist zu weit weg. Die Frankfurter wohl noch vom Pokalspiel ein wenig konditionell beeinflusst, denn die Hertha übernahm im ersten Durchgang das komplette Kommando. Einzig und allein, sie lagen zurück und Plattenhardt konnte das in der 44. Spielminute wiederum nicht verhindern, beziehungsweise die Pausenrücklage nicht verhindern. Im zweiten Durchgang ging es weiter. Die Hertha klar spielbestimmt. Sie hätten normalerweise führen müssen, aber sie waren eben durch diesen frühen Rückstand in einer schlechten Ausgangslage und liefen diesem 1:0 eine Ewigkeit hinterher. Wir sind schon in der 73. Spielminute. Dann kam Frankfurt mal. Marco Fabian. Der Ball dreht sich ein Stück zu spät in die Richtung des Gehäuses, sodass Rune Jahrstein nicht eingreifen muss, der wenig in Aktion trat und nichtsdestotrotz ein Treffer schon kassierte. Im Gegensatz zu Radetzky. Das änderte sich dann aber in der 78. Spielminute. Matthew Leckie mit dem 1:1, das hochverdiente Ausgleichstor für die Hauptstädter. Schöne Direktabnahme nach dem Eckstoß von Marvin Plattenhardt. Der Gästeblock war natürlich höchst erfreut. Und das war auch verdient. Der Schlusspunkt in dieser Partie, in der die Hertha durchaus noch mehr hätte mitnehmen können. Mit dem 1:1 werden sie leben können, leben müssen. Ein gutes Spiel, besonders von der Hauptstadt. Die Frankfurter hingegen müssen aufpassen, dass sie nicht noch aus den Top 7 rutschen. Im Volksparkstadion traten zwei große Verlierer des vergangenen Spieltags aufeinander. Der Sportclub aus Freiburg 2:0 im Kellerduell um den Relegationsplatz gegen Mainz verloren, was sie nun auf Platz 16 mit 30 Punkten zurückgeworfen hat. Der HSV hat jetzt 8 Punkte Rückstand und nur noch 4 Spiele zu spielen. Wenn es heute also verloren gehen sollte, diese Partie, dann war klar, Freiburg wäre nicht mehr aufzuholen und es wäre wohl der letzte Schritt zum Gang in die zweite Liga. Das letzte Heimspiel konnte der HSV gegen den FC Schalke 04 gut gestalten. Sie kamen hier gegen Freiburg allerdings schwach in die Partie und kamen erstmal nicht zum Zuge, sondern Yannick Haberer nach 19 Minuten mit der ersten Möglichkeit. Jedoch noch kein Problem für Julian Pollersbeck, den zu parieren. Nur wenig später weiterhin Freiburg, die aktivere Mannschaft der HSV, wirkte nervös, konnte das Selbstbewusstsein des letzten Heimspiels nicht mitnehmen. Die Unterstützung war stark, die Unterstützung war da und dennoch die ein oder andere Unruhe schlich sich dann doch mittlerweile auch
bei den Zuschauern ein. Nach einer halben Stunde dann der HSV mal auf dem Weg nach vorne. Filip Kostić jedoch viel zu überhastet direkt in die Arme von Schwolo. Harmlos dieser Abschluss, viel zu überhastet, sodass sich keine wirkliche Torchance rauskristallisieren konnte. Und vor der Pause dann nochmal der Sportclub Höhler auf den zweiten Pfosten geflankt. Yannick Kabera, Direktabnahme, 0:1. Aus Sicht des HSV. Viertes Saisontor für Yannick Kabera. Ein essentieller Sieg wäre das heute gegen den direkten Konkurrenten aus dem hohen Norden. Denn, wie gesagt, damit könnte man sich auf eine uneinholbare Punktepolsterung einspielen. Jedoch war die Partie noch nicht zu Ende und der zweite Durchgang kam besser ins Rollen dann für den HSV. Sie mussten nun natürlich auch kommen. Papadopoulos mit der ersten Chance für Schwolo. Jedoch keine größeren Probleme. Aber nur wenig später wieder der HSV. Kostić. Und der muss eigentlich sitzen. Nach 53 Minuten, wenn das 1:1 gewesen wäre, hätte man noch genug Zeit gehabt. Auch noch den Siegtreffer, der heute auch wichtig oder lebenswichtig, besser gesagt, wäre zu erzielen. Auf der anderen Seite dann Florian Kahrt, der das 0:2 vergeben hatte. Noch keine Stunde gespielt hier, das wäre schon sowas wie die Vorentscheidung gewesen. Der HSV bemühte sich nach vorne, kam eine Viertelstunde vor dem Ende dann auch wieder zu guten Möglichkeiten. Jatta mit der Möglichkeit, beziehungsweise mit der Vorbereitung der Chance für Rik van Drongelen. Nach einer Ecke war der mit vorne geblieben, allerdings dieser Schuss dann doch etwas zu schwach. Jetzt schon fast das Ende vor der Brust. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Filip Kostić. Filip Kostić vergibt auch die letzte Möglichkeit zum Ausgleich. Und auch der wäre deutlich zu wenig gewesen. Der HSV unterliegt also dem Sportclub aus Freiburg mit 0:1. Kann ihn damit punktetechnisch gar nicht mehr einholen. Der SCF macht einen großen Schritt gegen die Relegation. Und der HSV wohl bald auch rechnerisch dann endgültig abgestiegen. Hannover 96 musste zwar über das 1:1 im Endeffekt gegen Stuttgart durch den Last-Minute-Treffer mit dem Resultat zufrieden sein, aber es sind nur 6 Punkte Vorsprung auf den 16. Tabellenplatz, weswegen es noch wichtig wäre, den ein oder anderen Punkt sich zu erarbeiten. Und jetzt kam der FC Bayern zu Gast, der unter der Woche mal wieder ein Feuerwerk abgebrannt hatte gegen Leverkusen. 6:2 stand es da am Ende. Im Hinblick auf das Spiel gegen Real Madrid unter der Woche standen sie hier allerdings zunächst erstmal sehr tief, bemühten sich nicht wirklich nach vorne zu spielen. Hannover kam aber nicht zu großen Möglichkeiten. Tendenziell die etwas spielbestimmende Mannschaft, aber der FC Bayern zog sich einfach zurück und wartete erstmal ab. Ivar Fossum nach 34 Minuten mit dem Abschluss für Sven Ulreich, der gegen Leverkusen mal wieder überragend war. Der hat da keine großen Probleme. Kurz vor der Pause dann aber fast das 0:1 aus dem Nichts. Ribéry wird im letzten Moment noch von Ivar Fossum gestoppt. Aus dem Eckball resultierte nichts. Wir springen in den zweiten Abschnitt. Da war Bayern dann aktiver. Jupp Heynckes wohl mal mit dem Appell an die Mannschaft, mal ein bisschen noch was nach vorne zu bringen. Und dann wurden sie direkt gefährlich. Thomas Müller trifft hier nur das Aluminium. Philipp Schauner wäre ohne Chance gewesen. Aber nur wenig später Hannover auch auf dem Weg nach vorne, weil sich da Süle verschätzt und Bebu dann zu einer überragenden Möglichkeit kommt. Ulreich mal wieder der Retter in der Not. 68 Minuten jetzt von der Uhr. Bayern wurde aktiver und Bayern traf. Arjen Robben, 68. Spielminute, das 0:1, sein 6. Saisontor, wurde zur Pause eingewechselt, weil Jupp Heynckes nicht wirklich zufrieden war, das natürlich auch nicht sein konnte. Und so führen dann die Bayern mal wieder. Schauner sieht da nicht wirklich glücklich aus, ist in die Ecke bereits unterwegs und dann schlägt der Ball aber relativ mittig ein, sodass er da unglücklich aussieht. Gegen diesen starken Schuss da nichts mehr machen kann. Viertelstunde dann noch zu gehen. Müller erhöhte das Ganze 0:2. 8. Saisontor. Und der FC Bayern
führte seine drückende Überlegenheit im zweiten Durchgang auch deutlich den Hannoveranern auf und zeigte das dann auch an der Anzeigentafel. 0:2, klare Sache. Hannover war jetzt gegen sehr starke Bayern in der zweiten Halbzeit überfordert. Schauner aus kurzer Distanz. Diesmal kann man ihm da gar keine Vorwürfe machen. Doch auch Hannover spielte leidenschaftlich. Aber wenn der FC Bayern die Handbremse loslässt, dann wird es halt ziemlich schwierig. Aber sie kamen noch zum Anschluss, beziehungsweise zum Ehrentreffer. Denn mehr war das 8. Saisontor von Martin Hanek nicht mehr. Das 1:2 noch in der 93. Spielminute. Ergebniskosmetik. Mehr nicht. Die Hannoveraner verlieren im Endeffekt die Partie gegen Bayern auch verdient mit 1:2, die in der zweiten Halbzeit angefangen haben, Fußball zu spielen und dann für Hannover eine Nummer zu groß waren. In der Mercedes-Benz-Arena traten zwei extrem formstarke Teams gegeneinander an. VfB Stuttgart hatte den SV Werder Bremen zu Gast und beide Teams werden wohl Richtung Europa League nicht mehr schielen können. Nichtsdestotrotz werden sie am Ende der Saison die Bilanz ziehen können, eine gute, eine stabile Saison gespielt zu haben. Insbesondere Stuttgart, die schon noch einige Punkte mehr auf dem Konto haben als Werder Bremen. Doch auch die Abstiegsgefahr bei den Gästen ist nicht mehr sonderlich groß, da sie dafür einfach deutlich zu stark spielen. 7. Spielminute, die erste Möglichkeit. Max Kruse scheitert aber an Zieler, der im kurzen Eck zur Stelle ist. Eine gute Partie, in der beide Teams ja relativ schön und frei aufspielen konnten. Und das zeigte sich auch. Gomez dann 17. Spielminute testet Pavlenka, der in dieser Spielzeit einer der besten Torhüter in der Bundesliga ist. Das immer etwas unter dem Radar. Aber die Statistiken und die Werte sprechen klar für ihn. Und hier muss er nach 22 Minuten fast hinter sich greifen. Gefährlicher Kopfball von Erik Tommy. Der Ball geht jedoch nur ans Außennetz. 33 Minuten gespielt. Stuttgart als Heimteam etwas aktiver und etwas besser in der Partie. Mittlerweile Erik Tommy auf Dennis Aogo. Der schließt ab. Pavlenka hält, aber Gentner fällt der Ball vor die Füße. 35. Spielminute. Stuttgart war in Führung. Erstes Saisontor für den Kapitän, der mittlerweile die verdiente Führung erzielen konnte. Nach dem Rechtsschuss von Aogo ist Pavlenka erst noch stark zur Stelle. Dann muss er sich aufraffen, ist zu spät da. Und Friedel steht zu weit weg. Zweiter Durchgang, braucht er ein wenig, um in Fahrt zu kommen. Dann Bremen tendenziell stärker. Ishak Belfodil, der eingewechselte Stürmer, trifft nur das Außennetz. Zieler wäre sonst wohl auch in der Ecke gewesen. Aber den besseren Eindruck im zweiten Abschnitt machten die Gäste. Und so kam sie zur nächsten Möglichkeit. Stuttgart verteidigte mit Leidenschaft. Es kamen trotzdem immer wieder Möglichkeiten auf. Hier ist aber der Kopfball von Eggestein gegen Zieler zu harmlos. Und kurz vor dem Ende wollte der SVW den verdienten Punkt dann auch einfahren und dingfest machen. Dafür bräuchte sie aber das Törchen. Und da kommt Philipp Bargfrede, der noch ein letztes Mal Ron-Robert Zieler testet und 5,5 Minuten vor dem Ende nicht den Ausgleich erzielen kann. So gewinnt Stuttgart etwas glücklich im Nachhinein gesehen gegen starke Werderaner mit 1:0. Aber für beide Teams wird es wohl am Ende der Saison ein Platz im sicheren Tabellenmittelfeld. Für Borussia Dortmund kam die Derby-Pleite am vergangenen Sonntag wie ein harter Schlag ins Gesicht. Doch auch Leverkusen musste tief schlucken, als sie am vergangenen Dienstag im DFB-Pokal 2:6 von den Bayern auf die Nuss kassierten. Und dann sollte es im 4-2-3-1 heute wieder nach vorne gehen. Bender war gesperrt, Henrichs dafür in der Startaufstellung dabei. Und die Gäste starteten ganz gut in die Partie. Baumgartlinger mit dem starken Ball auf Brandt, der sich da durchsetzen kann. Julian Brandt mit dem ersten Abschluss für Bürki. Noch keine größere Gefahr. Der fängt den Ball relativ leicht ab. Dann gibt es aber im Gegenzug den Konter
von Dortmund über die linke Seite. Da steht dann Götze völlig frei und Götze macht das 1:0. 18. Spielminute, dritte Saisontor für Mario Götze. Und der BVB war in Führung. Ein wenig versöhnlich sollte es jetzt zum Abschluss der Saison noch werden, um auch ja nicht noch in die Europa League abzurutschen, denn die Champions League ist in dieser Saison das Mindeste, was von Peter Stöger erwartet wird. Wie es dann in der nächsten Saison weitergeht, sei mal dahingestellt. Dieses 1:0 gegen formstarke Leverkusener, zumindest in der Liga, war erstmal ein gutes Ausrufezeichen. Doch Leverkusen spielte weiterhin positiv nach vorne und Dortmund nicht wirklich selbstbewusst durch diesen Treffer geworden. Kevin Volland 10 Minuten vor der Pause, aber wieder ist es Zieler, der den Ball ohne größere Probleme auffangen kann. In der zweiten Hälfte dann ein ähnliches Bild, Leverkusen stärker nach vorne und so kamen sie zu einer guten Freistoßposition, bei der Volland und Schalzarangis vorstellig wurden und Schalzarangis, der zentral defensive Mittelfeldspieler, schießt genau zwischen Sokratis und Toprak durch. Bürki fliegt wunderschön, doch der Außenpfosten im Endeffekt ist es, der rettet für Dortmund. Und Bailey nur wenig später dann wieder die Möglichkeit zum Ausgleich, der einen wunderschönen Treffer erzielt hat per Freistoß gegen Bayern. Hier schrammt der Haarscharf am Ausgleich vorbei. Dann 10 Minuten knapp noch bis zum Ende. Dortmund setzte auf Nadelstiche, Weigel mit dem guten Ball auf Marco Reus und der entscheidet die Partie. Nicht verdient, nicht hochwertig, aber hier geht es nun mal um Resultate und das stand jetzt mit 2:0 auch an der Anzeigentafel. Marco Reus, guter Treffer, bleibt vor Leno eiskalt und setzt damit der Partie den Deckel auf im Topspiel des 31. Spieltages. Leno ist noch dran, aber der Ball taumelt dann über die Linie. Und sie hatten da noch nicht genug, 88. Minute, sie kamen nochmal nach vorne, Piszczek wird nicht angegriffen, Reus nutzt es aus, dass sich Chor und Leno nicht richtig absprechen und erzielt sogar noch das 3:0, das viel zu viel des Guten war, aber sie waren einfach kaltschnäuzig am heutigen Samstagabend und konnten Leverkusener, die nicht die schwächere Mannschaft waren, doch klar und deutlich besiegen. Und wenn man 3 Tore macht und der Gegner 0, dann steht man am Ende auch verdient als der Sieger da. Der BVB also sichert sich ab und wird wohl im nächsten Jahr dann Champions League spielen können. Leverkusen muss sich ärgern, dass sie hier aus ihren guten Möglichkeiten kein einziges Tor erzielen konnten. Lebenswichtige Punkte sammelte der erste FSV Mainz 05 am Montagabend auf kuriose Art und Weise gegen den Sportclub aus Freiburg. Augsburg konnte sich 30 Minuten in Unterzahl gegen Wolfsburg sehr gut schlagen, nahm einen Punkt gerne mit nach Hause für den gesperrten Moravec. Dann Bayer wieder in der Startaufstellung beim ersten FSV Mainz 05, kam Donati zurück, Brosinski wieder auf die linke Seite gegangen und der Italiener eben auf seiner Stammposition. Und mit der ersten Möglichkeit der Gäste starten wir in die Partie. De Blasis wird einfach nicht vom Ball getrennt und nimmt sich dann mal ein Herz, weil er auch keine Anspielstation findet. Und bringt nach 26 Minuten den ersten sehenswerten Abschluss zustande. Hitz muss dennoch nicht eingreifen. Eine halbe Stunde jetzt gespielt, Augsburg meldete sich endlich mal auch nach vorne. Philipp Max, der Top-Vorleger der Liga. Und dann macht er es mal wieder auf Michael Gregoritsch, legt dann den Ball auf. 31 Minuten gespielt. Der FC Augsburg führte aus dem Nichts in einer langweiligen Bundesliga-Partie mit 1:0. Das ist auch eine Qualität, die Manuel Baum den Fuggerstädtern beigebracht hat. Aus der Ordnung kommen, sicher stehen, wenig Gegentore kassieren und dann vorne zuschlagen. Und mit Gregoritsch haben sie einen, der zweistellig trifft und dementsprechend sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite, direkt im Anschluss an diese Aktion, gibt es dann
Strafstoß. Max mit dem Ellenbogen im Gesicht von Levin Öztun. Ali Brosinski nahm sich der Sache an und eiert den Ball irgendwie über die Linie. 35. Spielminute, der postwendende Ausgleich per Strafstoß. Fraglich, warum Pablo de Blasis nicht antreten sollte. Diesmal scheint sich der linke Verteidiger besser gefühlt zu haben. De Blasis ja am Montag noch erfolgreich gewesen in der Nachspielzeit, nachdem eigentlich schon zur Halbzeit gepfiffen worden war. Hier alles in der regulären Spielzeit. Hitz ist noch dran, kommt allerdings viel zu spät auf dem Boden an und kann da nicht parieren. Und vor der Pause nochmal Mainz über die rechte Seite, eine Ecke reingeschlagen von de Blase. Gibamesh steht völlig frei, macht den Abschluss direkt. 44. Spielminute. Das Spiel war gedreht und das wirkte so spielend einfach. Die Frage muss natürlich gestellt sein an den FC Augsburg. Wo ist da die Ordnung, die man sonst von der Elf von Manuel Baum so gewohnt ist? Da setzt sich Gibamesh viel zu einfach von Kuh ab. Dann ist es auch ein platzierter Schuss. Am zweiten Pfosten steht dann keiner bei Marvin Hitz. Und der kommt an diesem platzierten Linksschuss natürlich nicht dran. Wir gehen in den zweiten Durchgang. Augsburg muss jetzt wieder was tun. Denn sie lagen ja zurück und die theoretische Gefahr auf den Relegationsplatz, die möchte man ja möglichst verhindern. Sie kam jedoch nicht zum 2:2 und auf der Gegenseite setzte Mainz dann gute Konter. Die Elf von Sandro Schwarz vom 2:0 beflügelt gegen den SC Freiburg. Und Alexandru Maxim, dem gelingt dann auch noch so ein sensationeller Treffer. Das zweite Saisontor erst für den zentral offensiven Mittelfeldspieler. Haut den Ball direkt unter die Latte. Ein wunderbares Tor. Uja leitet direkt weiter, dann hat er zu viel Platz und für Marvin Hitz mal wieder nichts zu halten. Es stand also 1:3 und Mainz spielte nicht wirklich wie ein Team, das sich auf dem 16. Tabellenplatz heimisch fühlt. Warum nicht früher und warum auch nicht früher der FC Augsburg nach vorne? Sie hatten zwar die paar Möglichkeiten, über die 90 Minuten allerdings gesehen, waren sie die schwächere Mannschaft gegen Mainz, die einen stabilen, einen guten Auswärtsauftritt hinlegten. Nun zum zweiten Mal in Folge Gewinn. Augsburg vielleicht sogar wieder mit der Gefahr auf Platz 16 am Ende der Saison abzurutschen. Für den HSV und für den 1. FC Köln wird die Luft indes deutlich dünner. Und bald ist es nicht mehr rechnerisch möglich, denn Mainz hat gewonnen, Freiburg hat gewonnen. Jetzt können sie nur noch auf den VfL Wolfsburg hoffen. Zum Abschluss des 31. Spieltages empfingen die Kölner den FC Schalke 04, die mit dem Derby-Sieg im Rücken in der Bundesliga den zweiten Tabellenplatz weiterhin verteidigen wollten. Der 1. FC Köln war mit dem 1:2 in Berlin mal wieder komplett bedient. Und jetzt kam auch noch der FC Schalke 04, der sich allerdings vor 2 Wochen gegen den Tabellenvorletzten bzw. damals Tabellenletzten Hamburger SV mit 2:3 geschlagen geben mussten. Hier startete die Elf von Tedesco allerdings gut in die Partie. Burgstaller auf Caligiuri und der mit dem ersten Abschluss auf bzw. neben das Tor der Kölner. Harit geht noch zur Seite, Hector steht zu weit weg. Und so kam die Chance zustande, die nichts brachte. 20 Minuten gespielt, aber dann die nächste Möglichkeit, Thilo Kehrer testet Horn, der Ball wäre deutlich vorbeigegangen. Er fängt ihn trotzdem sicher auf. Halbe Stunde gespielt, Schalke klar, spielüberlegend. Der Treffer war eigentlich nur eine Frage der Zeit und Burgstaller dann mit einer tollen Abnahme auch. Klasse Tat vom Hintermann der Kölner. Timo Horn ist zur Stelle und kann hier das 0:1 verhindern. Und vor der Pause nochmal Schalke. Tedesco konnte sehr zufrieden sein, bis auf die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Amine Harit mit dem Kopfball ins kurze Eck. Da ist wieder Timo Horn zur Stelle. Kratzt den Ball aus dem Winkel. Wir springen in den zweiten Durchgang. Da wurde dann Köln auch mal
offensiv vorstellig. Sean Cordoba, der die Riesenmöglichkeit vergeben hatte gegen die Hertha zum Ausgleich, zum 2:2 kurz vor dem Ende, lupfte. Hier ist es wieder Cordoba, der eine super Möglichkeit versiebte und der Nachschuss von Terodde auch eine hundertprozentige Möglichkeit, die auf diesem Tabellenrang eben nicht so einfach reingehen, wie wenn man deutlich besser dastehen würde. Stunde jetzt gespielt, Schalke nahm das Spiel erstmal wieder an sich, Caligiuri. Zu harmlos der Abschluss von seiner Seite aus. Horn sieht, dass der Ball vorbeigeht. Dann der Ballverlust in der Vorwärtsbewegung und Hector macht die Partie schnell. Terodde auf Jean Córdoba, kann den Ball in den Strafraum bringen, hat die Übersicht, Risse, 1-0. Für Köln, 78. Spielminute, das erste Saisontor für Marcel Risse besorgt hier den Führungstreffer. Und der muss ja auch sein, ansonsten auch die theoretischen Chancen eigentlich nicht mehr existenziell. Aber der Gast aus Schalke belohnte sich dann im Endeffekt doch noch für eine engagierte, für eine starke Auswärtspartie. Und Guido Burgstaller trifft nach Eckstoß. Per Kopf im postwendenden Angriff zum Ausgleich. Also doch noch der Sieg aus den Kölner Händen gerissen. Klare Sache. Ganz verdienter Punkt für den FC Schalke 04. Sörensen steht sich da mit Höger auf den Füßen rum. Und Burgstaller profitiert davon. Für Horn ist nichts mehr zu halten. Der FC Schalke 04 hätte sich durchaus auch mit einem Sieg belohnen können. Durch den späten Ausgleich wären sie nichtsdestotrotz auch mit diesem Punkt einigermaßen gut leben können. Das war die Prognose zum 31. Spieltag. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung oder ein Abo sehr freuen. Ansonsten tippt gerne mit in den Kommentaren. Würde mich ebenfalls sehr freuen, da immer viele zu lesen. Macht ihr auch fleißig, sehr geil von euch. Ansonsten viel Spaß mit der Bundesliga. Es wird langsam heiß. Und ja, am Samstag wird leider kein Stream stattfinden können, weil ich dann wieder zeitliche Verpflichtungen habe. Oder, naja, zeitliche Engpässe besser gesagt. Ich höre jetzt auf mit dem Labern. Viel Spaß mit der Bundesliga am Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder mit der Champions-League-Prognose. Bis dahin und ciao.